Platz. Guten Abend. Schönen Abend. Ich darf Sie ganz herzlich zusammen mit der Museumskommunikation Veranstalter dieser veranstaltungsfreie Media Lounge 6. Diese Veranstaltungsreihe wird zur globalen abgelöst, nämlich globale Lounge 6. Und wir hoffen, dass wir nach der globalen vielleicht diese Performance-Vorlesung-Screening-Reihe fortführen können. Und ich freue mich heute ganz ausgesprochen, dass wir zahlreich da sind zum Vortrag von Clemens Pasch und Hauke Wallenkowski, die über das wilde Kurdistan berichten werden. Ganz herzlichen Dank. Ja. Also, auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Es freut uns sehr. Ich nehme mal die Sprecher für mich. Ich denke, das sieht heute ähnlich aus. Genau, also wir haben das vorbereitet. Wir berichten von unserer Reise. Und ich sage gleich von Anfang an mal, dass als wir die Reise begonnen hatten, war überhaupt nicht klar, was das eigentlich wird. Da hatten wir halt irgendwie nicht gewusst, dass wir am 6. Juni um 18 Uhr hier im Vortrag überhaupt nicht in Kurdistan halten werden, sondern sind einfach mal losgefahren. Sozusagen. Wir hatten, so ganz locker war es nicht, aber relativ locker war es schon. Deshalb ist das jetzt auch ein bisschen ein etwas Spontanes, was ihr jetzt sehen werdet. Und auf jeden Fall sind wir froh, dass ihr da seid. Ja, auch von meiner Seite, Salam Alaikum. Ich bin froh, dass ihr da seid. Ja, ich habe Freude, ich habe ein bisschen Angespanntheit, habe ich gerade gemerkt, hier bei so vielen Gesichtern, die hier so in die Runde schauen, als würden wir jetzt irgendwelche Fakten bringen und euch jetzt hier irgendwie aufklären. Ne? So. Vielleicht erwartet euch hier auch nur Entertainment, also das erwarten vielleicht noch einige, die heute hier gekommen sind. So. Nichtsdestotrotz, wir haben uns gut vorbereitet, so die letzten 10 Tage, so mehr oder weniger. Bei mir war es chaotisch, ja genau, chaotisch. Letztes Wochenende musste ich noch das ein bisschen leiser machen. Muss ich mir nicht anschreiben. Ja, also chaotisch. Ich war letztes Wochenende noch im Rock'n'Park so arbeiten und eigentlich war nie Zeit, so um wirklich runterzukommen von so einem Trip, wo es halt immer vorwärts ging. Die ersten 3 Wochen waren wir Richtung Jordanien unterwegs, oder 2 Wochen davon Richtung Jordanien unterwegs. Die letzte Woche wurde dann langsam klar, wir fahren gar nicht nach Jordanien, sondern wir versanken vielleicht in Kurdistan. Ich habe dann so ein Stellenangebot gelesen der deutschen Schule in Erbil, da hätte ich als Deutschlehrer gleich anfangen können. Habe ich dann doch wieder gestrichen. Und ich glaube, am Freitag haben wir uns entschieden, dann nach Georgien zu fahren, am Donnerstag. Und Sonntag früh waren wir wieder in Frankfurt. Also das waren so Momente und Punkte während der Reise, wo eigentlich alles über den Haufen geworfen wurde und wir uns teilweise ein Haar gekriegt haben. Ich erinnere an so manche Szenen im Auto, wo es nicht mehr so herzlich war. Ja, trotzdem, wir sind wieder da, wir haben ganz viele schöne Menschen kennengelernt, also von ihrer Art. Wir haben sehr offene Menschen kennengelernt und wir haben vor allen Dingen ein Bild von dem Nordirak erhalten, das war niemandem klar. Also das war bei niemandem so, das ist wirklich wie ein eigenes Land. So kann man das vielleicht einleitend sagen, Kurdistan ist ein eigenes Land, so nehme ich das wahr. Zumindest die autonome Region im Nordirak. Ja, also genau. Und vielleicht nochmal dazu, wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir sind jetzt hier irgendwie nur anderthalb Wochen ist das her, dass wir zurückgekommen sind und wir haben massig Gigabyte an Daten mitgebracht und ich habe das erste Mal eigentlich wirklich gefilmt auch, ja, das habe ich eher Fotos gemacht und das sind sehr interessante Sachen, die ihr sehen werdet, finde ich, aber die sind ein bisschen chaotisch, ja. Deshalb vielleicht auch die einleitende AC/DC hier. Und wir waren zu dritt unterwegs, ja, der Joni, der fehlt heute, der wohnt leider in Würzburg. Und er ist aber, denke ich mal, im Herzen bei uns und er freut sich schon sehr auf die Videoaufnahmen, die wir dann online präsentieren werden. Ja, das ist genau. Da ist der gute Mann. Und ja, man kann vielleicht zur Aufgabenverteilung so sagen, dass ich der Fotograf war, auch mal gefilmt habe.
Der Hauke, der war der Reporter mit dem lockerflockigen Rollstuhl aus der Hüfte. Und ich habe auch manchmal geschrieben, Hauke hat auch manchmal fotografiert. Und ja, der meinte, der Muffe Joni vor allem dabei war. Security, und er sieht vor allem auch sehr gut aus, ne? Ja, und ein Fotomodell war er. Das ist schon mal hier zu einem Zeitpunkt, wo er vielleicht gar nicht mehr ganz so viel Lust hat. Ja, so sah das dann aus, wenn man nicht hinter der Kamera war, sondern hinter ihm. Ja. Und wir sehen hier immer in polnischer Nationaltracht, das war halt. Ja, großartig, ne? Der Genie aus der Flasche mit polnischer Nationaltracht. Ein bisschen kam darüber. Unser Auto war ja zuerst ein VW Golf 2, das war so ein alter Diesel, den habe ich irgendwann mal geschenkt gekriegt, so, den will ja heute keiner mehr fahren, den haben wir ganz peppig aufgestaltet und in Istanbul hat mein Vater dann begriffen, dass wir das ernst meinen mit dem Irak und hat dann gesagt, Moment mal, ich muss jetzt irgendwie euch schützen, hier habt ihr den Benz und hat uns dann die S-Klasse mitgegeben. Und dann hatten wir so ein Benz aus den 80ern, die sind ja auch nichts mehr wert. Aber in gewissen Kreisen existiert dann immer noch dieses Bild vom Diplomaten mit dem Benz. Und ein bisschen wurden wir dann erfragt, oder? Genau. Okay. So, zeigst du mal ein Video. Ich zeig mal. Was vor, aus dem Reisebericht, so parallel. Ja, kommt ihr damit klar? Wo ist es denn? Österreich. Ja, wir fahren jetzt los, das sind die Dolomiten. Genau, wir fahren. Bitte immer reinrufen, also fühlt euch frei, hier dazwischen zu rufen, wir sind das gewohnt. Später werden wir mal Lehrer. Also, wir fahren da durch die Dolomiten, kleinen Umweg. Wir hatten einen Kletterer im Team, der hatte Lust auf Berge und da macht man halt sowas, warum nicht, ne? Ich glaube, jetzt kommen wir langsam an. Das ist jetzt in Sarajevo. Wir sind in Sarajevo. Sarajevo. Ja, wir sind in Sarajevo, ja. Die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. Das sind Auszüge aus den Reisetagebüchern. Eine andere Welt. Hier wurde nicht nur ein Attentat auf Franz Ferdinand verübt und der Erste Weltkrieg damit faktisch ausgelöst. Hier wurde in den 90ern ein Krieg auf europäischem Land geführt. Hier hat man gekämpft. Die Einschusslöcher in den Gebäuden erzählen noch heute von diesem politischen Dilemma. Und die damals dort gebauten Golf 2 sind heute quasi immer noch so frisch wie damals, dank der Schätzung und Pflege alter Werte. Ja, welcome to Sarajevo. Kleiner Zwischenstopp, das ist natürlich plakativ und entspricht eigentlich nicht dem Zustand, wie wir das wahrgenommen haben. Das denke ich mal auch. Ein Bild aus den 90ern noch, oder? Ja, genau, das ist direkt nach der Belagerung. Nicht von uns. Aber die Einschusslöcher gibt es immer noch. Also wenn einer mal nach Sarajevo fährt, wird er da immer noch Spuren des Krieges entdecken. Und trotz alledem wird er da auch super nette Menschen, wie überall auf dieser Reise kennenlernen, die einen mit Handkuss begrüßen und sagen, hey, ihr seid klasse. Wir haben gefragt, wieso sind wir denn so klasse? Wir sind doch nur hierher gefahren. Naja, ihr Deutsche, ihr seid klasse, ja, und dann fängt der eine an und sagt, wir sind aber keine Deutschen, ich bin ein normaler Mensch und so, was ist denn los, reduzier mich mal bitte nicht auf mein Land. Ist fast gar nicht möglich, glaube ich, nicht auf sein Land reduziert zu werden, auf so Reisen, gerade wenn man so schnell unterwegs ist. Und damit fängt man dann auch an, sich selber so ein bisschen zu begreifen als Repräsentant. Ja, und diese Golf 2, die wurden halt bis zur Belagerung, bis zum Krieg halt noch in Sarajevo gebaut. Und deshalb sind wir in Sarajevo damit ziemlich gut angekommen. Hier, so der Künstler ist übrigens gerade da. Hier, da der Edgar, ne? Hi Edgar. Falls jemand so ein Auto braucht, also er macht das auch gegen Auftrag. Das ist nicht ohne Grund, das ist aussehen da gewesen. Ne? Also es hat eine andere Erscheinung, so ein Golf als der Mercedes-Benz. Das muss man sagen. Es hat auf jeden Fall schon Spaß gemacht. Hier bei der Start der Rallye. Ja, immer ein
Show war natürlich auch dabei. Nee, eingeholt aus der Tonne. Ja, über Container da auf dem Weg. Ja, das ist auch hier in Europa. Genau, und da startet die Rallye, der Mann, der gut aussieht und der Mann, der die Lage erklärt, weil dort an diesem Ort die ganzen Autos, also die Polizei sich gefragt hat, warum halt so viele schräge Karren immer hier über diesen Pass fahren in Österreich, waren so sehr interessiert. Da hier auf dem Weg in den Balkan. So, und am besten bleibt unser Coverboy. Ja. In der Dolomiten, also es war eigentlich ein ungeplanter Umweg, aber ein sehr schöner ungeplanter Umweg. Und auf der Karte sah das genauso lang wie aus dem Rum aus. Man hat halt ein bisschen mehr Höhenmeter und die Serpentin war noch nicht eingezeichnet. Es war nervig, aber auch sehr schön. So, jetzt sind wir tatsächlich in Sarajevo angekommen. Das ist von vor anderthalb Jahren die Bilder, als ich dort war. Ja, jetzt gibt es einen Zeitsprung, aber das ist Sarajevo. Sehr interessant hier, ich glaube, das war von der Kirche und hier die Minarette. Heutzutage ist das nicht mehr ganz so durchmischt. Ja, es gibt mehr Muslime als Christen dort, aber es war mal sehr gemischt. Aber man sieht es immer noch. Ja, das ist übrigens Sarajevo. Ja, genau, sowas findet man auch noch dort, wenn man die richtigen Leute kennt, die ja unbewaffnet, also ohne Brennstoff, ohne Zünder, aber man sieht die Spuren halt überall. Ja. Hast du die Fotos jetzt auf der Reise gemacht? Nee, ich habe die vor anderthalb Jahren gemacht. Ja, Minen gibt es auch noch. Also, man konnte nicht einfach suchen laufen. Genau, alter Aussichts. Nee, falsch. Altes Sternobservatorium. Und dieser Mann, der kennt sich aus, ist ein Veteran, der uns da umgeführt hat. Den haben wir dieses Mal wieder getroffen. Aber wir hatten halt nur 4 Stunden frei. Also der rote Faden wirklich immer durchreizend und wenig Zeit. Es ist eine hohe Energie, viel Stress und das kann schon ziemlich interessant sein, wenn man reisen ist, aber man kriegt halt nicht unbedingt ganz viel. Kann ich mal kurz was zur Rallye sagen? Und da auch noch kurz. Oder sonst sagst du es jetzt. Kannst du einfach mal das nächste Video ansteuern, ja, und dann in Istanbul rein. Schon mal hier alte Bauwagen von Sarajevo. Ja, also das war die Al-Horobian Rally, die gibt es jetzt seit 10 Jahren. Die wurde von Al-Horobian ins Leben gerufen, die halt häufig Richtung Türkei unterwegs sind, Jordanien rumgefahren. Vor 10 Jahren konnte man auch ohne Probleme noch durch Syrien fahren. Und so entstand damals vor 10 Jahren der Gedanke, eine Rally zu machen, mit dem Inhalt was Gutes zu tun. Also nicht nur einfach irgendwie mit Autos durch die Gegend zu fahren, sondern es soll was ankommen. Und so ist man dann da jedes Jahr mit 333 Fahrzeugen, 666 Menschen zusammen einen Konvoi nach Jordanien gefahren. Seit 4 Jahren nimmt man eine Fähre von der Türkei nach Israel und fährt dann, hier drüben kann man es ganz gut sehen, ich weiß nicht, ihr seid ja Multitasking, oder? Fährt man hier von der Südspitze von der Türkei hier rüber am Libanon vorbei und dann hier nach Haifa, nach Israel, und von dort geht dann die Rallye nach Jordanien. Und unser Konvoi, unser kleines Auto, also wir 3 Jungs, wir haben gesagt, haben wir nicht die Ruhe und die Zeit, mit einer Fähre zu fahren, die 1000 Euro kostet. Wir haben gesagt, wir wollen über Landweg dahin kommen und wir wollen die Chance nutzen, uns eine Region anzuschauen, die man eigentlich medial vermittelt meiden sollte. Also grob gesagt Syrien oder Irak, also ist ja im Moment diese Region. Und da haben viele gesagt, geht da bitte nicht hin, ich hoffe, ihr kommt da nicht durch, ich hoffe, ihr kriegt kein Visum, bitte, bitte fahrt da nicht hin. Andere haben gesagt, macht das, schaut euch das an, seid vorsichtig, ihr seid viel gereist, ihr kennt euch ein bisschen aus, beachtet ein paar Sicherheitskonzepte, so wie, keine Ahnung, lange Hose anziehen oder manchmal ein Hemd oder, ja, wir haben gedacht, mit dem Bart sind wir ein bisschen sicherer, ganz ehrlich. Das ist sehr aufgefallen. Ja. Aber vielleicht, tatsächlich landeten wir sogar bei der Sicherheitspolizei. Ne? An der Grenze zu Kurdistan wurden wir dann rausgefischt und dann hatten wir dann ein Gespräch mit dem Chef der Sicherheitsbehörde. Was wir denn da wollen, wo wir denn da hinfahren, haben wir Papiere, Dokumente, können wir uns ausweisen. Also das war schon gefährlich. Also, ja, wir sind, also Werte so tragen Araber.
Und wir sind halt nicht in arabische Länder gefahren. Haben wir gedacht, aber wir sind ja nicht in wir sind dann ins Kurdistan gekommen und das sind Kurden. Und die sind, das ist jetzt nicht, dass die unbedingt sehr auf ihre Religion achten. Es gibt halt alles dort. Ja, wo sind wir gerade hingereist? Das war Istanbul. Das war Istanbul? Wir wollen ja noch bis nach Kurdistan. Und du hast ja noch einen Text, oder? Ich habe noch einen Text, ja. Also, und da reisen wir also doch mit Gottes Hilfe. So oder so ähnlich würde ich die Situation heute nämlich beschreiben. Es passiert also Folgendes. Clemens, Joni und ich sind in der Stadt Malatya. Wir regeln was im Internet, kümmern uns um Papiere, E-Mails und schreiben Freunden. Anschließend bestellen wir noch was Leckeres zu essen. Die Köfte. 1 Kilogramm zum Mitnehmen. Alles erledigt, steigen wir wieder in die Autos und fahren los. Erst passiert gar nichts. Dann gibt es ein paar Geräusche, dann fahren wir weiter aus der Stadt heraus. Und aber plötzlich macht sich ein Papier aus dem Auto frei und weht aus dem Fenster. Eine Sekunde hat es gedauert. Wir wissen nicht, was es war, woher es kam und was draufsteht. Also checken wir alles ab. Türkei-Karte? Da. Ausweise? Da. Irak-Karte? Weg. Unser deutsch-türkisches Wörterbuch? Weg. Unser Schiköfte? Weg. Wir drehen um. Wir fahren an dem Papier vorbei. Denn jetzt steht fest, wir haben ein paar Dinge liegen gelassen. Im Internetcafé finden wir die Irak-Karte. Auf der Straße liegt das Wörterbuch. Nur das Schiköfte bleibt verschollen. Als Warnung. Es hat bestimmt jemand gefunden, der es gerade benötigt. Eine arme türkische Familie. Flüchtlinge. Ein Tramper. Ein Hund. Ich schreibe mit Gottes Hilfe. Was ich meine, wäre dieses wertlose Stück Papier nicht aus dem Auto geflogen, hätten wir nichts gemerkt. Wir hätten mit dem Suchen nicht angefangen und wären vermutlich noch eine Stunde weitergefahren. Seelenruhig. Um dann zu merken, wie blöd und unachtsam wir waren. Und genau das war die Lehre heute. Achte auf deine Dinge. Sei nicht zu unachtsam. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein Blatt Papier aus dem Auto fliegt? Keine 10 Kilometer von Malatya entfernt. Das ist mir in meinem Autofahrer-Dasein, ich glaube, nur einmal passiert. Und selbst das ist übertrieben. Wir fahren gen Irak. Und gerade dort können wir dieses Laster nicht gebrauchen. Wir wollen gut sein, Dinge richtig angehen, Flüchtigkeitsfehler meiden. Ich glaube, in der Schule war das immer eins meiner größten Mankos, der Flüchtigkeitsfehler. Ich will ihn zu Hause lassen. Okay, also hier gab es diesen kleinen Einspieler, haben wir gesehen, wie haben wir kurz die ganzen Autos, die halt bevor wir uns abgekapselt haben, mit Teil unseres Teams waren. Ja, ich lasse das kurz mal reinlaufen, weil ich glaube, es ist doch. Hier ist Serbien, wunderschön. Grenze.
Istanbul auf der Bosporusbrücke. Da musste man Geld bezahlen, aber wir irgendwie nicht. Weil wir nicht so einen Tracker hatten. Das war aber zu aufwendig und nicht möglich, alle Autos anzuhalten. Deshalb ist man einfach durchgefahren. Genau. Und da hat auch der Aufmerksamkeit für unser Team gemacht. Das war Carwash gegen Geld. Ja, gegen Aufmerksamkeit. Am Ende wussten auf jeden Fall alle, dass wir die Team Friesewig sind, die nicht mit dem Schiff fahren, sondern versuchen, über den Landweg, sprich über die Waag zu fahren. Und, ja, unter anderem auch wegen solchen Aktionen. Ja, die Aktion, die fing ja eigentlich an, und zwar, ich klär das Bild hier so ein bisschen auf, da ist uns dieser Anhänger, den wir dabei hatten, vom Roten Kreuz, da ist uns die Achse gebrochen. Mhm. Also mitten irgendwo in der typischen Wüste. Ja. Und dann war natürlich sofort Mechaniker, der hat gesagt, ja, Achse brauchen, also hier diese Feder brauchen wir nicht, da klemmen wir ein paar Bretter drunter und dann federt das auch ein bisschen, dann kommt ihr schon ein paar Kilometer weiter. Das ist halt auch so ein bisschen die Idee, denke ich mal, von dieser Orient Rally, dass halt man nur mit alten Autos unterwegs ist, die ständig kaputt gehen. Und dann kommt halt so ein netter Schwabe, der so stolz ist, was in die Hand zu nehmen, ne? Und einem dann gerne hilft, aber auch gerne erzählt, wie gut die Schwaben Sachen bauen können. Oder halt irgendwie so ein Typ, mit dem ich wahrscheinlich sonst nie in Kontakt gekommen wäre. Ich habe jetzt kein Bild. Und wichtiger, so ein Mercedes-Fan mit so die Goldketten und sowas. Und der hätte unser Auto uns abgekauft, wenn der halt 2,5 Liter mehr Hubraum hätte. Aber der war nett, ja. Der hat irgendwie gut geholfen und die Sicherungen gegeben, die uns gefehlt haben. Ja, und wir hatten den Anhänger voll mit Hilfssachen. Also wir haben ja vorab Spenden gesammelt. Ich habe überall so ein bisschen rumgefragt, ob Leute vielleicht was mitgeben wollen. Kleidung, Decken, Schlafsäcke, Spielzeug, Werkzeug und wir mussten dann an diesem Morgen, wo dann alle Autos gestartet sind, alles einmal umpacken. Also der Anhänger konnte dann nur noch leer transportiert werden und da waren alle anderen Teams, 111 Teams waren alle super hilfreich, jeder hat einen Karton irgendwo mit reingestopft, obwohl die Autos bis oben hin voll waren. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, 111 Teams, haben ungefähr 3 Autos. Also da hat eine Stunde, anderthalb standet der und sind immer irgendwie Autos vorbeigefahren, denen man was in die Hand drücken konnte. Ja, und dafür gab es dann die Automesse. Genau. Aber du hast ja erst die Autos gewaschen, als die ganzen Sachen schon verteilt waren. Ja. Ich habe mich bei den anderen Teams bedankt. Ja. So. Ja, man hat halt immer irgendwie so Checkpoints, irgendwie Ankara, Istanbul, Çorum, kommt vielleicht auch noch was. Irgendwie. Genau. Ja, hier. So haben wir auch manchmal gepennt, dann später. Das ist die Autobahn. Wo seid ihr gerade? Das ist schwer zu sagen. Das ist aus Türkei. Also das ist nach Ankara, glaube ich. Also, Jukkasi vielleicht. Also Türkei hier, riesengroß. Und Ankara und unser Ziel hier drüben war der Warnsee. Da hat uns der Stefan auf jeden Fall angeleitet. Danke, Stefan. Der ist unser Kurdistan-Experte gewesen. Den haben wir vorab mal angesprochen. Toller Typ, wenn ihr mal in die Region wollt, geht zu Stefan oder jetzt auch zu uns, aber eher zu Stefan. Und er hat uns da super Tipps gegeben, wo wir hin müssen. Und wir haben gesagt, da müssen wir hin. Also Tatwan bzw. Waren hier ganz drüben, kurz vor dem Iran, da sind wir hingereist. Und ich glaube, diese Szenen, die da jetzt entstehen, wo es halt so grün wird, das müsste Kayseri, Malatya, das müsste so hier in dieser Region sein. Also hier ist ziemlich zentral. Und die Richtung wird halt immer grüner. Hier sind dann so Seen und super schöne, grüne Gegenden. War jahrelang so ein bisschen gefährlich, glaube ich, wegen PKK. Lang her. Also man hat uns ja auch immer davon abgereicht, überall hinzufahren. Also überall, wo wir waren, und gesagt, wir wollen weiterfahren, die macht es nicht. Und im Westen der Türkei waren es dann die Kurden, die einen Touristen mit Steinen beschmeißen wollten, weil die Touristen reicher sind als sie. Und bei den Kurden waren es dann die Türken, also ich meine, in Kurdistan, Nordirak, da waren es die Türken, die dann halt in Autos einbrechen, wenn man drin schläft. Also ja, immer sind die anderen Regionen ziemlich gefährlich. Ja. Also fahrt dann nicht hin. Genau, und die haben uns vorgedrängelt. Ja, die standen alle schon eine Stunde da und wir sind einfach rückwärts. Aber wir durften das, wir waren ja in diese Kicks und kannten ja jeder. Ja. Kommt das nächste.
zwar durch die Türkei, oder? Ja. Das ist jetzt kurz vor der irakischen Grenze. Also wir sind richtig in der Durch. Es wird halt ein bisschen rauer. Und was mir auch aufgefallen ist, es gibt sehr gute Straßen. Also die sind meistens auch, wenn wir keine Autobahn, wir durften ja keine Autobahn fahren, also als Teil der Rallye. Wir haben uns auch daran gehalten, eigentlich zu 98%. Das waren meistens gute Straßen, ne? Auch wenn es nicht 130 fahren, sondern halt 80 oder 90 oder so. Ja, wenn das Auto funktioniert hätte, hätte man noch 130 da fahren können. Aber das war halt ein bisschen kurvig, aber ja. Ja, und das kann da bestimmt klettern. Das ist eigentlich. Das war eine Abkürzung. Genau, und dann dieses Polizeiwagen, wie man sieht, das sind in der Gegend die normalen Polizeiwagen. Das ist bei der Spandau. Der letzte wurde geräumt. Da waren wir schon auf der Gegenfahrbahn, ne? Ja, ja. Habt ihr das mitgekriegt? Also das war gerade so 10 Kilometer Gegenfahrbahn, kurz vor der irakischen Grenze. Ist dann die rechte Spur, oder die rechten beiden Spuren sind dann für LKWs blockiert. Die stehen dann halt die Wochen da an, bis sie rüber dürfen. Und man selber als Tourist oder Reisender fährt dann eben auf die Gegenfahrbahn rüber und das ist ganz gewöhnlich, dass man dann da drüben weiterfährt. Ja, dann haben wir vielleicht so ein Beispiel. Okay. Ja. Also aus so einer Position kann man die Newsletter, falls ihr sie bekommen habt. Ja, wer sie will, kriegt sie auch noch. Also, geht alles noch, aber. Wir wollen sie auf jeden Fall verpasst im Auto. Ja. Ich habe leider meine Tagebuch genommen. Aber ich glaube, das unterstreicht es ganz gut. Das war aber, ich habe das so gezeichnet, weil du davon geträumt hast. Ja, ja. Hast du das Buch dabei? Nee. Hast du nicht? Also wir haben ein Buch dabei, das ist von Jürgen Todenhöfer geschrieben. Der ging mal durch die Presse vor einigen Wochen, der war 10 Tage im IS, im Islamischen Staat. Das war unsere Reiselektüre, oder von ihm zumindest. Und eines Morgens sagte er zu mir, ich habe total schlecht geschlafen. Und was ist denn los? Ich träume die ganze Zeit von Panzer und Polizeisperren und Kontrollen und Schießereien. Und ja, so stelle ich mir das vor. Also wir sind ja auch den Irak zugefahren, wir wussten ja nicht, was uns erwartet. Wir hatten nur die ganzen Warnungen im Kopf. Und dieses Buch, das halt diesen IS beschreibt. Aber wie ihr hier erkennen könnt, der IS ist ja hier drüben. Das ist ja quasi so ein Gebiet, so in der Region. Und nicht hier. Also hier ist es nicht mehr. Und hier ist es ja auch nicht mehr. Sondern nur hier. Und das ist auch sehr genau. Also mittlerweile haben wir erfahren, die Kurden graben gerade eine neue Grenze zwischen der kurdischen Region und der syrischen Region. Und die nehmen das sehr genau. Was ist kurdisches Gebiet, also der autonomen Region Kurdistan. Und was ist im Moment Gebiet von ISIS-kontrollierten oder auf Englisch oder Arabisch sagen sie auch Daesh, also Daesh-kontrollierten Söldnern. Kurdisch. Ich weiß nicht, ist das auch auf Türkisch Daesh? Nicht noch nie gehört. Ist Arabisch. Das ist Arabisch. Eher Arabisch. Ja, und Kurdisch. Oh. Ja, Kurdisch dann auch. Ja, und wir hatten ja, also wenn man grob guckt und ja, alle weiter noch nicht in der Region, glaube ich mal, bis auf einige Experten, dann hat man ja das Gefühl, man fährt direkt auf den Terror zu. Und im nächsten Moment passiert irgendwas Schreckliches und man kriegt fast täglich dann den Anruf von Mutti zu Hause, geht's euch gut, wollt ihr wirklich weiterfahren, komm, ich zahle euch das Rückflugticket. Ja. Aber es war halt noch diffus. Also effektiv hatte ich zu keiner Zeit Angst, nur halt von vornherein. Und sie müssten dann ja erstmal Arabisch lernen, um es dann zu verstehen. Aber sie sagen oder argumentieren, im Koran steht es drin, ich habe es doch so gelernt bekommen.
Und deshalb halten sich ja die Regeln. Genau, dann war was anderes. Man kam leicht mit Leuten in Kontakt, wird zum Tee eingeladen. Das ist eigentlich die ganze Zeit passiert, egal wo wir waren. Und es waren halt meistens schon bis auf das als Ausnahme, werden wir später sehen, es waren immer so Männerbegegnungen, wo halt der Mercedes schon immer so ein Einstieg, so ein guter Kontakt. Ja, die haben wir ohne Mercedes kennengelernt. Stimmt. Ganz ohne Mercedes. Wir ohne Mercedes kennengelernt. Ja. Aber du fandest gut, dass wir Mercedes hatten. Wollen wir mal nach Kurdistan? Ja, wir sind gleich da. Das ist noch vor der Grenze. Aber das ist noch Türkei. Das ist die Müll-Recycling-Anlage unten in Türkei. Ja, da sind wir. Vielleicht wollen Sie deswegen nicht die Europäische Union. Dann wird das halt auf Englisch, also da sind wir im Zollhäuschen, das ist einen halben Tag verbringt man da, wenn man über die Grenze will, mit tausend Sachen, total komplizierter, kleines Dorf, der ganze Grenzkomplex, das auch nicht verbunden läuft. Genau, und wir hatten halt eine alte Karre, das ist auch eine alte Karre, also alt ist alles, was älter als 2 Jahre ist. Und da wurde die Fahrgestellnummer aufgeschrieben, das Kennzeichen. Und ja, wenn man halt nicht das Auto wieder mit rausbringt, kommt man nicht aus Kurdistan raus. Genau, okay. Deshalb. Und das ist auch. Ja, schwierig. Also, wir haben uns viel überlegt, wie wir den Mercedes loswerden. Auf dem Verbrennen war das, aber ja, das ist halt sehr strikt. Ja. Und auch Leute, die dort schon länger waren, haben uns gesagt, das ist eigentlich unmöglich. Ja, wir sind sogar zum Generalkonsulat oder Konsulatsvertretung in Erbil waren wir. Generalkonsulat. Also es gibt schon ein deutsches Generalkonsulat in Erbil, in der Hauptstadt von Kurdistan. Und da haben wir uns informiert, was können wir machen, wie können wir das Land verlassen ohne dieses Auto. Und die haben gesagt, tut mir leid, Jungs, ihr seid hier reingefahren, ihr müsst wieder rausfahren. Was macht ihr hier eigentlich? Ja. Lest ihr die Warnung an? Auf dem Auswärtigen Amt? Ja. Oder ist das etwa die Lügenpresse? Wir sind nicht von Pegida. Vorurteil. Ja, ich war zum Glück nicht dabei. Du warst nicht dabei, ja, danke. Genau, und hier war am selben Punkt, wir mussten da wirklich 1,5 Stunden warten, bis das alles durch war und Taufeld die ganze Büro-Action gemacht hat. Und hier sah es wieder so aus, da wurde das, was ihr da seht, ja, wurde hier irgendwie eingezeichnet, mehr oder weniger. Genau, also. Toni hatte eine Frage, wo man langfahren soll, wo man nicht langfahren soll. Und es gab insgesamt 8 nette Männer, die einem helfen wollten. Genau, also das ist die Region Kurdistan. Die waren auch vertreten jetzt auf der internationalen Tourismusmesse in Berlin, schon als eigenes Land, also es geht vorwärts. Und ja, da haben wir auch diese Karte bekommen und auf dieser Karte wurden dann eben so Kreuze gemacht, da sollen wir nicht langfahren, da ist ISIS, hier ist ISIS und um Mosul herum auch auf jeden Fall nicht in die Richtung fahren. Das ist ja auch immer noch von ISIS kontrolliert, nicht in die Region fahren. Und ja, so zur Orientierung, also wir sind gar nicht so weit hier in den Süden runtergefahren, also je weiter südlich, desto schwieriger wird es, sind auch über diese Ixe, hier sind noch mehr Ixe, vielleicht könnt ihr danach noch mal schauen. Wir sind so ungefähr Koyarama und Sulaymaniyah. Das ist so eine ganz moderne Stadt. Haben wir noch Bilder und sowas, ne? Ein Bild. Koya haben wir Couchsurfing gemacht. Über Be Welcome. Das ist nochmal so ein bisschen mehr Non-Profit, anders als Couchsurfing. Also ein bisschen besser, aber noch nicht so besucht. Ich glaube, er ist der Einzige. Ein ganz gutes Start. Der war aber cool. Der arbeitet als Professor für Petroleum Engineering. Ja, das ist ein Chemieingenieur. Genau, wollte uns ja noch ein bisschen was erzählen, so über Öl und Interessen und Verbände und so. Verschwörung. Und dann waren wir natürlich in Erbil, Generalkonsulat, und hier oben in Duhok, da haben wir dann Politiker besucht und waren dann hier auch am Mosulsee. Ja, das ist weiter geht's. Ne? Weiter fahren. Was für Politiker hast du besucht? Werden wir gleich mal sehen, ne? Also. Sagen wir jetzt aus. Genau, hier morgens haben wir wieder im Auto gepennt und also wir haben im Auto gepennt und morgens sah es dann wieder so aus. Nahen wurde vorbeigebracht und Tee und ja, die Männer haben mit uns geredet. Und Mercedes war natürlich super wieder. Hier sind wir dann. Man muss es halt. Ich habe halt versucht, mit dieser Art von Videos die Veränderung der Landschaft irgendwie so ein bisschen rüberzubringen.
Dort ist es halt schon entwaldet und trocken. Ja, und wenn man weiter Richtung iranische Grenze geht, ist es sehr gebirgig. Das ist gerade eine Kupplung, die kaputt ist. Das ist aus dem Abschleppwagen heraus. Also es gibt genug Wasser dort, auch dieser Stausee da, im Mosuldamm, der umkämpft war, der bewässert diese ganzen Dinger da. Ja, also es gibt schon viel. Das ist der Mosul-Stausee. Der Damm wurde halt bekämpft, ne? Das habt ihr vielleicht gekämpft. Genau. Und zuletzt auch befreit, ne? Ja, ja, das ist wieder in kurdischer Hand. Ja. Genau, das war jetzt ein Video vom Kurdistan. Aber also in diesem, sag ich mal, in dem Modus, das kommt ganz an für die Videos. Ja, so sah es halt falsch aus. Das war halt auch so total. Das war schon manchmal ein bisschen schräg. War dir auf der Strecke schon alleine unterwegs? Oder? Ja, wir sind also ab Ankara alleine unterwegs gewesen. Okay. Das ist cool, ist da. Stimmt, ja. Der Joni. Das war jetzt gerade auf dem, genau, dem, ja, heute ist sehr kurz, ne? Sehr kurz. Auf dem Fest zu Ehren der Peschmerga. Genau, dort sind wir jetzt. Ja, das ist die Einladungskarte, die ihr gesehen habt. Sehr schön, den Blick von dem und ja, genau, Kämpfer. Wollt ihr kurz zwei, drei Sätze hören zur Geschichte der Kurdistan? Ja. Ja, okay. Also ich habe da einen super schönen Blog, ich kann auch nachher noch Quellen und so weiter weitergeben, da kann man unendlich viel lesen. Ich war bis vor einer halben Stunde noch da, bei vorzubereiten. Also kurz zusammengefasst, Südkurdistan heißt derzeit noch formal korrekt autonome Region Kurdistan oder Kurdistan Region of Iraq. Kurdistan verfügt mit den Peschmerga über eine eigene Armee, hat eine eigene Polizei, hat eigene Grenzen, hat eine eigene alte und reiche Kultur mit Sorani, eine eigene Sprache, eine eigene Verfassung, eine demokratisch gewählte Regierung und ist finanziell unabhängig. Ich habe bei meiner Einreise ein kurdisches Visum bekommen, mit dem ich nicht in den Irak einreisen kann. Andersrum gilt es genauso. Das ist keine Region wie der Harz oder das Badener Land, das ist ein Land. Ja. Ja, also man braucht kein Visum als Deutscher, muss man vielleicht wirklich noch dazu sagen. Oder als Westler, da kann man einfach rein, im Vergleich zu all den anderen Ländern drumherum. Also Irak an sich, da braucht man auch wieder ein Visum für. Also irgendwie ist schon ein eigenes Land, aber ja, also nochmal so eine GIF-Datei, um grob anzuklingen, wie das entstanden ist, Osmanisches Reich. Im Ersten Weltkrieg dann komplett besiegt, Franzosen, Briten und Russen teilen sich die Länder auf. Und 1920 ist das der Rest, bis 1922 daraus dann die Türkei entsteht. Und das ist die Interessenaufteilung. Also da gab es so, interessiert euch das, sonst skippe ich das. So, dann machen wir nur mehr Reise. Ja? Okay, also es gab dann Völkermandat. Ein Völkermandat über diese Region, wurde das dann aufgeteilt. Völkermandat bedeutet so viel wie in die Hand gegeben, kommt von lateinisch Manumdatum. Bezeichnet im Völkerrecht im weiteren Sinne den einem Staat oder Staatenbund erteilten Auftrag, die Staats- und völkerrechtlichen Interessen eines bestimmten fremden Gebiets zu vertreten. Im engeren Sinn bezeichnet der Begriff die Verantwortung für die Verwaltung bestimmter früherer Teile des Osmanischen Reiches sowie der früheren deutschen Kolonien. Ja, Vormundschaft, sagt man auch salopp daher. Und diese Vormundschaft hatten diese Briten und die Franzosen eben in dieser Region. Man sieht hier britische Herrschaft, britisches Einflussgebiet, französisches Einflussgebiet und französische Herrschaft. Das geht ja hier fast bis nach Ankara hoch.
Und das hier ist unter gemeinsamer Verwaltung. Das ist unser heutiges Jerusalem, Palästina. Das wurde also schon 1920, da muss man dann so die Anfänge sehen für so ganz viele Krisen da in der Region. Persönlich sehe ich das so, muss ich immer dazu sagen. Alles nicht Fakt. Ja, das ist dann die Entwicklung 1922, Bürgerbundsmandat in Syrien und im Libanon. Das ist das, was unter britischer Herrschaft war, Mosul, Bagdad und Basra aufgeteilt. Das ist unter Palästina, dann aufgeteilt in Jordanien, Libanon, Jerusalem. Dann 1932 entsteht das Königreich Irak. 1952 entsteht dann der Staat Irak. Ja, genau. Ganz schön kompliziert. Eine ganz unkomplizierte Karte, um so ein bisschen so Vorgeschmack dafür zu bringen, mit was man sich da beschäftigen muss, wenn man sich beschäftigen möchte. Unendlich viele Unabhängigkeitsbestrebungen. Mal versprachen die Briten, ihr bekommt einen eigenen Staat, wenn ihr für uns kämpft. Das versprachen sie den Arabern, das versprachen sie den Alawiten. Dann gab es mal kleine Staaten, hier oben so russischen Regionen. Dann gibt es jetzt eben diese autonome Region Kurdistan, dort wo wir jetzt im Moment sind. Die ist seit 1991 relativ unabhängig. Seit dem Zweiten Golfkrieg hat man dort den ganzen Staat autonome Rechte gebilligt. Und seitdem bauen sie sich halt eben auf und verwirklichen so ihr eigenes Prinzip. Ja, also was man halt wahrscheinlich auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass die Grenzen mit dem Lineal gezogen wurden. Ja, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass durch dieses Sykes-Picot-Abkommen wurden halt irgendwelche Staaten geschaffen, die überhaupt keine Rücksicht darauf genommen haben, was da für Völker existieren. Ja, und diese ganzen Spannungen, die daraus was halt passiert, wenn man halt irgendwie Völker einfach schneidet und in verschiedene Länder setzt, kann man halt dort sehen. Und wenn man sich irgendwie mal so ein paar Videos über den Islamischen Staat oder von dem Islamischen Staat anschaut, das ist ganz wichtig für die, dass die das Sykes-Picot-Abkommen einfach negieren wollen. Ja? Es ist ja so gewesen, dass halt irgendwelche Cousins von einem Syrer im Irak lebte und jetzt kann er halt, nachdem der Islamische Staat dort die Grenzen kaputt gemacht hat, kann er da jetzt einfach diesen Cousin besuchen, was er vorher nicht konnte. Ja, vorausgesetzt, er ist jetzt halt nie, ne, was ja irgendwie auch ganz wichtig ist. Die Schiiten ja als Ketzer sind und so. Also, es ist halt eine ziemlich komplizierte Sache, aber ich denke mal, grundsätzlich liegt es halt daran, dass man halt Staaten geschaffen hat, die keine Rücksicht auf die Völker nehmen, die dort wohnen und wie die verbreitet sind. Deshalb hat man halt Kurden im Irak, in der Türkei, im Iran und in Syrien. So als Beispiel. Für die anderen Gruppen kann man das auch noch so sich überlegen. Ja. Also, ja, Stichwort Imperialismus von Europa. Genau. Okay, willst du noch was dazu sagen? Sonst sind wir jetzt hier wieder bei dem Fest zu Ehren der Peschmerga, oder hat jemand eine Frage? Also ich habe, was ich halt irgendwie krass fand, als wir dort waren, man ist halt irgendwie Deutscher, ne? Und jetzt habe ich mir überlegt, stellen wir da mal so einen Bundeswehrsoldaten hier in den Schlosspark und überlegen mal, was passiert. So. Ist nicht so, aber diese Menschen dort, die haben halt einen ganz anderen Zug, das sind halt dort tatsächlich Helden. Für die sind, also die ganzen Kampfhandlungen sind halt 20 Kilometer entfernt und so präsent, dass die einfach froh sind, dass die dort Menschen haben, die ihr Leben halt für sie hergeben. Ja, nicht das Wort Peschmerga, das hat uns der Kerim, vielleicht kommen wir einfach dahin, zum Kerim. Oh, nee, hier sind noch ein paar Kinder. Ja, Volksfestatmosphäre. Ne, alles irgendwie trocken, aber hier der Park ist grün. So. Wir sind nicht so in remote control.
can move it, you can shot. But it's not very fast, Nino. No, it's not very fast. It mainly is for just for guards. It's not for attackers. Yes. Yeah. Easy hat keine Chance. Very good. Yeah. No, it's not for attack. Aber ist schon im Einsatz irgendwo an der Grenze oder ist es geplant, die einzusetzen? Wir schicken wir. Aber Katja, Polish ist auch schon geplant. Ich muss auch die Sonne ohne Barome bei der Wurstel werden. Also das jetzt... You see this video? Wird aber realisiert. Wird auch später für Peschmark eingesetzt. Oh, dann hat der Erfinder eine sehr gute Erfindung gemacht. Schauen Sie? Ja? Schauen Sie? Leider keine Isis da, sonst hätten wir geschossen. Also das wird in Auto eingesetzt. Mhm. Und dann, wenn jemand Auto mitnimmt, klauen wird, er kann per Telefon stoppen. Die Auto stoppen. Wir brauchen einen davon in unserem Mercedes. Genau, ja. Ich habe bestimmt mal sehr lange gemusst, dass ich auch bin. Aus, aus, aus. Ja. Seht ihr? Ja, also der fliegt. Genau wie ein Mensch flüchtet. Genau wie fliegt von dem Mensch. Ach, der fährt immer weg? Genau, kann niemand ihn fangen. Ah, sehr gut. Also so ein Fluchtauto. Genau, Fluchtauto. Also was wir da gerade gesehen haben, waren die Erfinder, die sich halt auf diesem Fest vorgestellt haben, was sie machen. Und ja, genau, dieser Kehren war halt, um auf die Frage von da hinten zu beantworten, das war unser Kontakt dort, der auch von Stefan netterweise vermittelt wurde. Und der hat uns, ich habe ihn morgens angerufen und der hat gesagt, komm vorbei, heute Abend habe ich Zeit. Und seitdem, danach hatten wir anderthalb Tage irgendwie nur mit ihm zu tun. Der hat uns umgeführt, unter anderem dort hat er halt übersetzt und uns auf ein Flüchtlingslager gebracht, das wir gleich sehen werden. Genau. Erst 5 Uhr. Kann ich vielleicht gerade 5 Sätze zu Kerem sagen? Ja. Also Kerem war Karlsruher Bürger weit über 20 Jahre, hat auch wie seine Familie noch einen deutschen Pass. Er hat seine ganze Kindheit, Jugend eigentlich nur auf der Flucht in Flüchtlingslagern verbracht, musste aus dem Irak fliehen und das war dann erst Iran, dann Türkei, dann letztlich bekam er Asyl bei uns in Deutschland und lebte dann über 20 Jahre in Karlsruhe, gründete hier eine Familie. Und mit diesem autonomen Kurdistan hatte er die Möglichkeit, wie viele andere Kurden aus unserer Gesellschaft zurückzukehren. Und ich habe ihn damals begleitet. Wir haben uns natürlich in Karlsruhe kennengelernt, sind befreundet und und er ist gewählter Politiker, die haben ein bisschen andere Strukturen, Verwaltungsstrukturen und politische Strukturen. Man würde vielleicht sagen Provinzparlament. Ne? Und Leute wie Kerem gibt es in Nordirak, findet man überall in politischer Verantwortung, als Bürgermeister, als Gouverneur. Es sind meistens Leute, die im Exil überlebt haben, dort sogar vielleicht studiert haben, sich qualifiziert haben und die praktisch im Falle von Kerem, die Karlsruher Lebenserfahrung und auch die Karlsruher Erfahrung an Politik mit in den Irak nehmen. Ne? Und das ist ganz, ganz entscheidend und es prägt auch diesen zivilen Charakter dieser Gesellschaft. Ne? Also diese Exilerfahrung von diesen Leuten, die da heute politische Verantwortung haben und egal, ob man da beim Gouverneur reinlatscht oder beim Oberbürgermeister, die sprechen alle Deutsch, Englisch fließend und man hat auch sofort eine sehr hohe Wertschätzung, weil die auch aufgrund ihrer eigenen Sozialisation Bedürfnisse haben, auch da ein bisschen was zurückzugeben. Ne? Und ich verspüre da eigentlich eine sehr enge Verpflichtung gegenüber diesem Nation Building, das da läuft. Und da gibt es sehr, sehr viele Verbindungen zwischen hier Mitteleuropa und dem Nordirak. Und fehlt anscheinend unserer politischen Elite ein bisschen so der Draht zu dieser Ebene, die ich gerade beschrieben habe. Danke.
Gewisserweise haben Sie die ja schon unterstützt, die Kurden. Ja, könnte noch ein bisschen mehr sein. Ich glaube, ja. Seit dem Dezember also haben wir 500 Milan-Raketen darunter geschickt. Ja, weil es genehm ist. Ja, also Sie haben es wirklich gebraucht. Ich fange an, die PKK auszurosten mit Waffen, aber hier gilt es in Deutschland auch als touristische Organisation. Ich meine, wen haben wir denn die IS zu verdanken? Ja, man muss so, die Situation halt sehen. Nein, das ist einfach der Neger, der geopfert wird. Ja, ne? Pass auf, also da wird halt gerade Mosul erobert, eine 2-Millionen-Stadt. Ja, ist auch gut, ich auch auf der Seite der Kurden. Da flüchten Tausende, 20.000 Soldaten waren in Mosul stationiert, flüchten im Juni letzten Jahres und bekommen den Befehl von oben, Waffen und Munition zurückzulassen. Sie lassen halt über, das kam jetzt am 31. Mai, hat die irakische Armee überhaupt Zahlen veröffentlicht, 2.300 Humvees. Das sind gepanzerte Jeeps mit einem Maschinengewehrfeuer oben drauf. 2.300 haben sie da stehen gelassen. Ja, weil die ISIS kommt, ne? Und die ISIS sagt selber, mit wie vielen Leuten da angerückt sind. Das sind ungefähr 200 bis 300 Menschen. Also das ist so eine Farce, die da abläuft. Und dann ist Mosul halt hier und Erbil ist da. Das sind wirklich nur 100 Kilometer. Da muss man halt diese Menschen da oben unterstützen. Die Kurden werden ja, von Bagdad aus keine, nicht geliebt. Es ist keine Unterstützung aus Liebe oder Solidarität der kurdischen Bevölkerung gegenüber. Die werden einfach unterstützt, weil... Ja gut, die erste halt gerade, ja, okay, die kriegen uns irgendwie noch einigermaßen rausgeredet. Ich meine, dass wir welchen Mächten wir den IS zu verdanken haben, ist eben klar. Das mag ja eine andere Sache lesen sein. Nee, aber das ist ein anderes Thema gerade. Also wir versuchen halt gerade hier... Nicht der Bundesregierung zu verdanken, also keinen, wo man sagen könnte, ja, es ist ja toll, dass sie jetzt die mit Waffen unterstützen. Es ist richtig so, dass sie mit Waffen unterstützt werden, aber wem man das zu verdanken hat, ist auf einem anderen Blatt. Deswegen, ich möchte dieses Lob einfach nur von der Bundesregierung Deutschland weghaben. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir gerade die deutsche Regierung unterstützt haben, sondern dass sie einfach versucht haben, wie das alles dort irgendwie aufgefasst wird von den Menschen vor Ort und wie die das wahrhaben. Also uns hat jedem erzählt, dass seit irgendwie Dezember Milan ein sehr beliebter Jungname ist für Neugeborene. Ja? Weil die so glücklich waren, dass die von der deutschen Regierung diese Panzerabwehrraketen bekommen haben. Ja, Hauke hat es ja schon erzählt, als Mosul von den paar Kämpfern des Islamischen Staats eingenommen wurde, ja, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen wieder bei dieser Sunniten- und Schiiten-Frage, weil die irakische Regierung im Moment ist schiitisch und die Generäle, die anscheinend diese ganze Militärausrüstung dort zurückgelassen haben, waren aber noch von dem sunnitischen damals war es doch Malachi, ne? Nach Saddam, war sunnitisch und diese irgendwie wollten dann vielleicht, man mag spekulieren, auf jeden Fall haben diese Generäle, die sunnitisch sind, so wie der Islamische Staat, haben halt diese ganzen Waffen da zurückgelassen und jetzt hat man halt gepanzerte Fahrzeuge, ja, die haben sogar Flugzeuge und sowas, die haben Panzer alles, der Islamische Staat und greifen damit jetzt die Kurden an und die Peschmerga verteidigen Kurdistan und dort ist es so, dass die eigentlich nicht so groß von zentraler Stelle ausgerüstet werden, sondern jeder Peschmerga hat zu Hause eigentlich seine Kalaschnikow. Und Karim hat uns das so erklärt, die Lage zu verstehen, was das für die Menschen bedeutet, da noch einmal Panzerabwehrraketen zu bekommen, weil man mit einer Kalaschnikow nicht gegen gepanzerte Fahrzeuge kämpfen kann. Und so hatten wir das Gefühl, so seltsam wie sich das anfühlt, ist, dass die dadurch, dass wir dort teilweise nicht tanken mussten, die wurden die ganze Zeit zum Essen eingeladen, der Joni hat sich eine Hose gekauft, die er nicht bezahlen durfte, der auch, also so Kleinigkeiten wie ein bisschen was Früchte und sowas, das haben wir halt auch nicht bekommen. Also wir haben so ein bisschen gedacht, hey, da gibt es doch bestimmt einen Zusammenhang. Ne? Es kann natürlich auch die ganz normale Gastfreundlichkeit sein, aber ich glaube, da war schon ein bisschen mehr dabei. Einfach so seltsam das für uns war, dass wir das nur einfach, weil wir Deutsche waren und die deutsche Regierung da Waffen liefert, die so dankbar sind, müssen wir keinen Tank bezahlen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen holprig ist, diese Verbindung, wahrscheinlich, aber es ist das noch super schwierig, in einem Vortrag von 60 Minuten so eine Reise zu kombinieren mit politischen Hintergründen in solchen Regionen. Also man macht da so ein Fass auf und es springt dann alles nur so entgegen, was man da alles so findet. Also nur mal eine Sache, die man so rausfindet, die haben hier 430 Millionen US-Dollar in der Zentralbank in Mosul gefunden. Wo
wurden da anscheinend auch vergessen oder hinterlassen oder wie auch immer. Also eine 500 Milliarden US-Dollar hat diese Terrororganisation plötzlich zur Verfügung. Ja, also das ist halt so absurd, weil man irgendwie dann letztendlich bekämpfen jetzt deutsche Waffen amerikanische Waffen. Und irgendwie ist es so, keine Ahnung, kurzzeitig gedacht, klar, man muss die Kurden unterstützen, aber auf lange Frist ist das einfach eine ganz absurde Situation, die schon, wie ich das sehe, mehr als 100 Jahre zurück anfängt. So. Aber der Marc, der kann ja uns einfach mal ansprechen und wir trinken noch ein Bier oder so danach oder drei und dann. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen O-Ton. Also ich weiß nicht, wie viele seid ihr noch nicht, oder? Nein, nein. So. Also vorne sind sonst Kisten, dann kann man sich hinlegen, ja. Nummer ein Rücken von diesem Test. Das ist der einzige aus Sulaimania. Das ist so, könnte auch in Amerika sein, so von den, da hinten, also von den Gebäuden auch. Jetzt leider nicht mehr Fotos. Aber ja, so werden diese Kämpfer dort aufgenommen. Hast du ein Video von dem Flüchtlingskampf vielleicht? Oder? Ja, ja, das kommt gleich. Hier, genau, hier ist mal ein Erfinder, ja, der hat einen Krankenwagen gepanzert und dort vorgestellt. Ja, so was, das Matten ist so. Hier vielleicht noch was. Das, da ist ein, in diesem großen Park so eine Skulptur für die Kurden, von den Kurden, wo alles in die Kurdische drin ist. Da ist sehr komplex, man findet viele Bilder, über die man reden könnte. Ich habe jetzt eins rausgesucht, das kennt man vielleicht. Das war von 1988, als Saddam irgendein Dorf, ich habe jetzt keinen Namen, bitte? Al-Aqsa. Angegriffen hat mit Saringas, mit Senfgas und was weiß ich. Und dort ziemlich viele Ziegel, weiß nicht, 5000 oder sowas. 5000 Tote und 10.000 Verletzte. Ja, genau, das war das Originalbild. Und das haben wir dann hiermit aufgenommen. Genau, also deshalb sind in Kurdistan die Amerikaner auch sehr gern gesehen. Also viele tragen amerikanische Uniformen, auf Autos sieht man manchmal amerikanische Flaggen und ja, Apple-Logos. Auch manchmal gesehen, ob das jetzt wirklich so amerikanisch ist oder was anderes, aber es ist mir halt auch bekannt. Leider ein Bild vergessen reinzumachen. Genau. Ja, so viel, wie man halt die amerikanische Intervention kritisieren kann, ja, auf jeden Fall. Das sind meiner Meinung nach ein Völkerrechtsverbrechen, was die Amerikaner da gemacht haben durch die Intervention im Irak. In Kurdistan mögen sie die Amerikaner. Genau. Hier muss man keinen Tankladen nicht bezahlen. Parlament, genau, in Duro. Sie meinen eine Region von 1,3 Millionen Einwohnern und da saßen wir im Parlament. Ja, genau. Ja. Wir fehlt ja kaum auf. Ja, wir sind die Bertin. So, aber irgendwie war es gut. Also, als der Krieg begonnen haben, war noch nicht so streng, bis die ganze Schengen kontrolliert haben, dann war natürlich, die haben dann mit Menschen alles getan, was sie konnten. Am Anfang
die konnte nicht alles tun, deswegen die konnte fliehen mit Auto, die ganze Familie, die konnten von alles einpacken, fliehen. Alles mitnehmen. Nee, alles nicht einpacken, einfach Kinder und was wichtig ist, schnell im Auto und rennen und weg. Ja, also die haben bis jetzt zweimal Geld bekommen. Jetzt gerade wird ein Ausweis, ein richtiger Ausweis wie in Deutschland, dass niemand betrügen kann. Dass wir diesen Ausweis fertiggestellt und durch diesen Ausweis dann kriegt jeder monatlich Geld zur Unterstützung. Aber jetzt die kriegen alle Nahrungsmittel zum Leben, was sie brauchen. Wie gesagt, Reis, Öl, Gemüse und andere Sachen. Gibt es eine Stelle, so einen Marktplatz, wo man hingeht und das abholt oder fährt hier einer durch? Wir sehen, wo Sie gesehen haben, dieser kleine Laden auf der Straße, ja. Die bringen alles, was man braucht. Und ist auch billig. Ja. Billiger wie im Stadt. Wie in der Stadt. Ah, sehr gut. Also diejenigen, die mit dieser Laden arbeiten, die sind auch aus Shanghai. Die verstehen sich mit gleicher Sprache, wie sie die Leute. Und alle sind fast die gleichen Familien. Die kennen sich von ganzer Shanghai. 23 Stunden, also zu Fuß. Ja. 23 Stunden mit dieser Kinderkasse. 10 Personen. Die sind gelaufen bis ein kleines Dorf heißt in Süden, heißt Derek. Von dort dann wieder hierher gekommen. Ich denke, wo wir den Xerioten. Dann schon wieder. Ja, dann mit dem Auto. Dann geht mit dem Auto. Aber am Anfang 23 Stunden vom Bett bis da. 23 Stunden für diese Kinder. Ja, schwierig. Schrecklich. Schrecklich. Was hat er zurücklassen müssen? Also was? Also die sind zugekommen, wie Sie sehen, alles musste hintergelassen werden, weil die sind geflogen zum Berg geflogen. Genau. Einfach sich und seine Familie retten. Ja. Und dann später zu Fuß nach Syrien, einen Umweg und von dort wieder mit Auto hierher gebracht. Und wann konnte man wieder runtergehen? Also vom Berg. Vom Berg. Die 16, der hat gesagt, 16 Tage. Ich habe 16 Tage Nacht in dieser Berg geblieben und dort war Wasser fast. Manchmal die haben mit einem Funkschädling mit dem Wasser zu Kindern gegeben, ja, weil sehr wenig Wasser da. Eine Wasserquelle war im Berg. Die standen in der Reihe, dass jeder ein Liter Wasser bekommt. Vier Kinder, dass die nicht sich ausdrücken, nicht umkippen. Ja. Statt Milch, die haben nur Wasser gegeben. Viele haben Wasser vom Ding bekommen. Vom Auto. Ja, Wasser, die im Auto war, die haben rausgemacht und getrunken. Ja. Da wird jetzt gleich eine große Wolke kommen. Sehr groß, sehr stark. Kommen da eigentlich auch manchmal so richtig dicke Sandkörner oder eher... So fein ist das, ne? So ganz sehr fein. Kleiner, feiner Staub. Wie Puder. Wenn irgendwo trifft und nass ist, wie eine Farbe ist. Ja, so wie bei uns auf dem Auto. Einer ist gekommen von Afrika. Das war ganz gelb. Gelblich, ganz gelb. Immer Krieg und Krieg, dann bleibt keine Bäume mehr. Das ist das Leben. Und über 22 solcher Lager sind schon fertig. 22. In Duruk. In Duruk? Nur in Duruk. Oh. Und insgesamt in Kurdistan bestimmt über 100. Sind viel. In Erbil, Suleimania. Nur in Stadt Duruk. Jetzt letztlich gezählt über 20.000 Familien sind noch in einfach in Stadt Duruk. Ohne Dach auf dem. Okay, wir werden gleich noch ein Video sehen. Und da muss ich gleich von vornherein nochmal sagen, wie Kerim auf was er für Vorstellungen hat, wie man halt auch mit Gruppen, die einem nicht lieb sind, die halt tendenziell auch gefährlich sind, umgehen muss. Er meinte, es gibt keine andere Möglichkeit als. Sobald wir nichts machen, den einfach die offene Hand hinzuhalten. Ja, weil sonst wird es alles nur noch schlimmer, wenn man den mit rassistischen Ressentiments überkommt. Also so hat er das erklärt. Wenn ich das nochmal sagen. Wenn euch das nächste Video kommt, hier ist nochmal die Karte. Also irgendwelche GPS-Koordinaten. Wir warten auf hier.
lange sind Sie dann da, ungefähr die Leute? Seit wann? Bis Sie wieder zurück können. Also wir haben die Frage aufgestellt, dass, also wir haben gefragt, wie lange das Lager bestehen bleibt. Naja, und also das ist eine gute Frage, ne? Dass Sie halt wieder zurück können. Aber wenn da halt immer noch der Islamische Staat ist, dann können die nicht zurück. Die ersten Flüchtlinge nach Dom kamen, als die Syrien-Krise losging, also so nach, als sie den ersten Höhepunkt hatten. Also die ersten Lager haben sie 2012 aufgebaut. Da kamen schon täglich im Sommer über 1000 Leute. Und wer stellt das Lager? Das wurde angefangen von den türkischen Geldgebern. Es gibt so eine türkische Organisation, uns haben wir so erklärt, dass dieses Camp eigentlich geplant wurde, dass da viele Turkmenen hinkommen. Und also das ist alles so, wie uns das erklärt wurde. Und dann sind da doch nicht so viele Turkmenen hingekommen und dann wurde das Geld irgendwie eingestellt. Und dann ist unter anderem das haben die uns halt so präsentiert. Da gibt es bestimmt auch noch andere Geldgeber, aber das GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ist, glaube ich, so eine deutsche Entwicklungshilfegruppe, aber eine staatliche Organisation. Genau, die unterstützt das auch sehr stark. Vielleicht hat uns deshalb Karim gerade dahin geführt, weil dort halt diese deutsche Gruppe vor allem Geld reinsteckt. Die sind eingesprungen im Januar, glaube ich, als da diese Regenfälle waren. Also im Dezember, Januar hat es da ganz viel geregnet und diese ganzen Zelte, die waren nicht befestigt. Da ist es dann reingelaufen, denen hat irgendwas gefehlt, eine Anhöhe oder irgendwas, die ganzen Zelte, alle Decken, alles wurde überflutet nachts. Es war ein Riesenchaos, der war auch selber da. Und dann ist das GIZ eben eingesprungen und hat überall Fundamente gießen lassen. In jedes Zelt gibt es diesen Betonboden. Aber ihr meint eben, dass die Kurden den Türken gegenüber nicht so gut eingestellt sind? Ja, nicht so gut den gegenüber eingestellt. Ne? Also da macht man auch wieder ein Fass auf, wenn man da jetzt anfängt. Aber ja, gibt's schon. Okay. Dann lass mal langsam ein Ende finden, Clemens. Seit halb acht. Ist das müde, oder? Nee, noch klein. Seid schlecht. Ja, wir sind auch schon mehr oder weniger am Ende. Ja, und jedes Bild mag ich eigentlich nicht so gerne, weil das irgendwie so ein bisschen so, ja, hier, wir kommen halt vorbei und tun Wohltaten. Irgendwie ist so eine alte Waage, die älter ist als Hauke irgendwie. Ja, also wir haben halt diese ganzen Sachen noch bis nach Kurdistan geschleppt und dort konnten wir was damit anfangen und das war ganz gut, dass wir das dann dort abgeben konnten, aber... Ja, die Sache war halt, wir hatten immer das Gefühl, wir wollen irgendwas Gutes machen, so, was macht man also? Fährt man da mit dem Auto hin, lässt das Auto da stehen? Geht nicht, die wollen keine alten Schrottautos, die brauchen Neuwegen, also haben sie vorgeschlagen, kommt doch mit Neuwegen vorbei, das geht dann auf unserer Seite nicht. Dann haben wir gesagt, wir nehmen Hilfsgüter mit, wir packen das Auto voll mit Zeug. Wir hatten diese alte Praxiswaage, die habe ich von einem Arzt mitbekommen. Krücken haben wir dabei, wir hatten Decken dabei, Kleidung. Die haben das Zeug da angeschaut, dachten, ja, okay, danke. So. Man kommt sich ein bisschen doof vor, ne? Als wenn man denen da irgendwie so die Reste bringt, wo man ja eigentlich extra dafür sammelt und dann da was hinfährt. Ich glaube, abschließend... Aber auch das ist ja irgendwie sammeln... Kommt einem so vor, dass man bringt halt das alte Zeug dahin, damit man sich wieder neue Sachen kaufen kann. So irgendwie. Und die brauchen es halt nicht, die haben ja genug eigentlich. Ja. Es liegt nicht daran, dass die da vielleicht Kleidung brauchen oder so oder Decken. Die brauchen einfach eine Zukunft.
und Sicherheit und Vertrauen? Wie willst du denn das geben? Also wir haben gemeint, dass wie wir denen am meisten helfen können, ist denen wir hier halt zum Vortrag machen. Ja. Und wir sollen Firmen darunter schicken und da unten Geschäfte machen. Ja. Also hier die Ingenieure, ne? Also unter Wasserbauingenieure können da unten Flächen begrünen. Glaubst du, wir können noch zu den Peschmerga fahren? Also ich meine, ist ein bisschen gefährlich, muss ich sagen. Weil in diesem Wetter kann man falsch laufen. Ja. Kann man in einen falschen Weg gehen. Sich verfahren. Richtig, und das ist auch Abend. Für Peschmerga ist auch, die sind alle... Unter Strom jetzt gerade, wenn das Wetter so ist. Genau. Ja, dann besser nicht. Bitte? Dann fahren wir da besser nicht hin. Lieber nicht, lieber nicht. Guck mal, sieht man nicht mehr. Das ist sehr, und das ist jetzt ein bisschen dunkler, dann ist es noch schlimmer. Ja. Kann man das ganze Bild nicht mehr sehen. Ja. Hoffentlich finden wir noch nach Duok zurück. Genau. Jetzt, dieser Straße geht nach Duok, sonst wäre es schwierig. Aber gut, wir sind auf Hauptstraße. Verlaufen wir uns nicht. Ja. Das Ding züchtend. Wenn man jetzt noch eine Stunde fährt, dann ist nur Wüste. Wer macht die Welt kaputt? Die Araber. Die helfen nicht mit. Wenn immer Krieg ist, dann geht alles kaputt. Es gab Millionen Dattelbäume in Irak. Millionen. Ja, die meisten sind kaputt. Durch diesen Krieg, jede Rakete macht alles kaputt. Verbrennt. Ich habe hier überhaupt gesehen, dass immer die alten Flüsse, die in Mesopotamien waren, die hat er trocken gelegt. Also so mit Kanäle und so. Der Geschichte hat er gehabt, dass sie nicht mehr durchleben können. Der Staub ist aber auch deshalb ein Problem, weil der wird aber auch von der ISIS genutzt, um dann anzugreifen. Ist sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Öfter wurde Peschmerga angegriffen und durch diesen Staub wurden viele getötet. Ich weiß nicht, also viele erzählen, dass sie Tabletten nehmen. Welche Tablette haben sie, dass sie gegen Hitze, gegen Winter, gegen, ich weiß nicht, ob das wahr ist oder nicht, aber wie viel gesagt. Die nehmen was. Die haben dann Geduld gegen alles. Brauchen sie nicht viel Essen. Das hört sich an wie eine Droge. Genau, wie eine Droge. Und wenn jemand sich sprengen lässt, er nimmt das, dass er keine Angst hat. Ja, also zudem gibt es vielleicht zu sagen, das ist ein Panorama, das halt auf dem Staudamm von Duok aufgenommen wurde. Man sieht darum herum sehr wenig Bäume, ja, das hat er auch angesprochen mit dem Entwalden, durch den Krieg ist viel abgebrannt worden. An dieser einen Szene eben hatte man da, wo es lang stehen geblieben ist, da war früher laut Kerim eine Basis von Saddam gewesen und der hat Saddam halt alle Bäume gerodet, damit er besser sich gegen Verteidiger wehren kann, das ist verdient. Und dort ist es ein großes Problem, dass es so entwaldet ist. Ich glaube nicht nur dort, also in ganz vielen Regionen, also ist mittlerweile überall Wüste eingekehrt und die Sandstürme sprechen so ein bisschen von den Rodungen, von diesen Bodenerosionen, die darauf folgen. Ich glaube, das hat mich am meisten auch irgendwie gestört, dass am Ende, egal welche Partei jetzt gewinnt oder da gestärkt wird oder unterstützt wird, am Ende leidet dann die Natur drunter und die Wüsten breiten sich aus, Wälder verschwinden, von den Tieren ganz zu schweigen. Das heißt, keine Ahnung, wie das weitergeht. Da kommt dann halt sauber Regen und dann setzt sich da sowieso nichts mehr an. Also, ich hoffe, dass sich das dann irgendwie mal beruhigt und dass sich da die Natur erholen kann. Das bedingt sich ja auch ein bisschen einander, ja? Also, dass die politische Lage sich ein bisschen beruhigt, dass die Menschen auf Entwicklungsideen kommen, auch wegen ihrer
dass sie dann halt was zum Essen haben und so weiter. Also das ist so ein Kreislauf, der sich ständig, also ständig nach unten zieht und zerstört. Ja, richtig. Was ich halt sehr spannend fand, ist, ich habe immer noch so eine Idee im Hinterkopf, dass man da bestimmt auch recht gut klettern kann. Also, vielleicht nochmal dahin. Ja, was bei den gefährlichsten Kletterparcours der Welt? Ja, es kommt auf jeden Fall medial dann. Aber ich weiß nicht, ob es nicht gefährlicher ist. Man denkt, man ist gefährlicher als das, was wir da erlebt haben. Ich wäre eher für eine Windsurf-Tour auf dem Mosselsee. Falls ein paar Windsurfer unter euch sind oder Kitesurfer. Aber solche Sachen, ne, das sind halt alles, wären halt alles Sachen, wo die einen mit Handkuss aufnehmen würden. Ja, und die positive Presse über Kurdistan, das ist das, was wir machen. Ja, genau. Würde einem bestimmt irgendwie fünf Verschmerker zur Hand geben, dass die halt irgendwie an der Rundführung Sicherheit sorgen. Kann ich mir schon so vorstellen. Genau, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Hier sind wir wieder in der Türkei, auf dem Weg nach Georgien. Die Karte ist wieder kaputt gegangen. Und Hauke hat gesagt, ja, ist euch da was Schlimmes passiert? Ja, uns hat ein Automechaniker abgezogen in der Türkei. Also wir haben da, weiß nicht, ein bisschen rumschrauben, da 40 Euro bezahlt. Das war das Schlimmste, was nicht passiert ist. Ja, das hat sich jetzt reingemogelt, ja. Jetzt kommt halt noch am Ende so ein bisschen dieses das Ding mit der Karre. Ne? Wir hatten jetzt ja über Politik und die Lage der Kurden geredet, aber wir sind letztendlich mit einem Auto eine Rallye gefahren und wir haben ziemlich viele positive Kontakte über das Auto gemacht, ja, als es uns vor allem kaputt gegangen ist, als wir es repariert haben und so. Und ihr seht, es ist nur Männer. Ja? Wenn man so will, kann man diese ganze Sache auch unter so einer bisschen geschlechterspezifisch betrachten. Wir hatten eigentlich bis auf da einmal in Bann nie was mit Frauen zu tun. Ja, Bann hat mich darauf gebracht. Der selbstverliebteste Typ. Der Linke. Ja, der Linke. Ja, schon eher der Linke. Er hat sein ganzes Büro voll mit Bildern von sich. Aber auch ein Mercedes, ne? Also der hatte nur Mercedes-Teile. So sah das so ein bisschen aus, hier wurde wieder repariert was von uns, da war das Anschlusspunkt. Ja, nicht gut. Uns hat der Typ auch irgendwie die Zündkerzen, die Verteilung der Zündkerzen wieder gerichtet und danach konnte plötzlich auf 6 Zylindern fahren. Ja, anstatt auf 5. Also wir sind auf dem Hinweg die ersten 5000 Kilometer auf 5 Zylinder gefahren und dann hatten wir den 6. Genau, das war so, weiß ich nicht, Anfang 20, da hat es von seinem Vater gelernt, guck zu wissen, das war beeindruckend. Ja, und danach hat sich das Auto 500 Kilo leichter angefühlt. Genau, also das, genau. Das war halt auch immer sehr interessant, ich fand das sehr schön. Also ich mag ja das ganz gerne, irgendwo hinzukommen und man fühlt sich so, man ist halt dort irgendwie wirklich drin vor Ort, anstatt irgendwie an so Touristenorten. Und man muss sich diese Orte halt so als, ja, da gab es halt ein ganzes Viertel nur mit so Garagen. Ja, verschiedene Fabrikate spezialisiert und ja, ein ganzes Viertel voll mit so Werkstätten. So sah es da aus. Mir sehr gut gefallen. Heiß gelaufen und dann haben uns alle Leute geholfen. Jeder hatte gute Ideen, jeder wusste, wie man es repariert. Und so. Hier, das war unser super netter Salafist, der es repariert hat. Ja, endlich mal einer mit Bade. Das war der einzige, der musste dann auch, als ich ankam, erstmal eine Viertelstunde beten gehen. Aber das war der hat mir perfekt Englisch gesprochen, ein bisschen Deutsch, sehr gut Französisch, nee, Französisch konnte er nicht, ne? Aber der hat halt, der
der Irakkrieger ist er halt in der Schweiz und in London gewesen, in Basel und in London, und da halt, der war da halt Flüchtling, konnte dann dort arbeiten. Ja, der war sehr nett. Der war auch ultra kompetent. Also der war, ich kenne niemanden, der in Deutschland einen Getriebeschaden repariert innerhalb von 200 Stunden. Also Wahnsinn. Und dann plus Teile einkaufen und alles drum und dran. Ja. Und macht man eben 1,5 Stunden Überstunden. Ja. Und dann, genau, irgendwann haben sie den Strom abgestellt in den Werkstätten, da ist nämlich immer nur bis 17 Uhr Strom, und dann kriegt das ein anderes Stadtteil den Strom, und er hat dann einfach einen Dieselgenerator dann noch angeschmissen und konnte dann weiterarbeiten. Ja. War geil. Also ich meine, das war nämlich deshalb jetzt so gezeigt, weil bei uns ja Salafist irgendwie sehr negativ verhaftet ist, so, ne? Aber eigentlich ist das ein ultra-orthodoxer, sunnitischer Muslim. So. Sehr korrekt, sehr straight, sehr diszipliniert. Ja. Würde, glaube ich, keinen Tropfen Alkohol trinken. Ja, nee, garantiert nicht. Würde uns auch nie bescheißen. Ja. Würde nicht. Nee. Also. Aber politisch kann man ja nicht alles diskutieren. Es ist dann so in Richtung Saudi-Arabien, Bestrafung und so weiter, und ging, hat unser Couchsurf-Kollege gesagt, so, Moment. Aber der hat doch gesagt, ich darf den nicht fotografieren. Und das war kein Problem. Ja. Wer weiß. Das hat am längsten gehalten, dass wir selbst verwirrt haben. Hast du vielleicht noch ein Video vom Ende? Ja, ja, klar. Wie man sieht, kommt. Ja, das Ziel. Ich habe noch Videos, ja. Und jetzt eher so die Schrauber-Sachen am Ende. Genau, hier ist der hier. Der hat es einfach drauf geschafft. Ja, aber so kann man halt in Kontakt, ne? Mutter aber auch gemacht, und dann kam alle mit. Ein bisschen. Hier ist total viel Staub in der Luft. Ja? Maruf. Maruf. Amruf. Amruf. Ja, Amruf. I am Maruf. Maruf. Ja. I am Umar. Umar. Ahmed. Ahmed. Ahmed, the mechanic. The specialist. Ja. Ah, ja, Bosser. Ah. You tell him, teach him how to do it. Yeah, yes, he can. Mercedes. Mercedes, only Mercedes. Yes, only Mercedes. Okay. 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 This is sandstorm sometimes. Sandstorm. I'm Clemens. Ah? Clemens. 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 Nice to Clemens, meet you. Clemens. Take picture. Okay. 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 Maybe you start. It's a video. Yeah. Thank you.
Müssen wir allerdings unsere Ängste in den Griff kriegen. Existenzängste, Überfremdungsängste, Entheimatungsängste. Dazu brauchen wir Vertrauen und Vertrauen kann nur durch Kontakt entstehen. Ja. Ich habe auch ein Zitat davon. Vom Flüchtlingscamp. Da hat der Chef auf dem Flüchtlingscamp da hat gesagt: So, ja, wir müssen aufpassen, dass die Leute nicht alle weglaufen, wenn sie euch sehen, weil sie können euch auf die IS halten. Und dann dachte er abschließend noch: Bin mir sicher, euch sehe ich bald wieder auf der Seite von IS und kämpfe ich gegen euch. Oder ich glaube, an der Grenze Eintritt Irak, da mussten wir dann zum Chef vom Sicherheitsdienst, also von der Geheimarmee oder wie man das nennt, der Polizei, und da mussten wir dann vorsprechen, wer wir sind, was unsere Ziele sind. Und da hatten wir zum Glück Dokumente mit von der AGO im Handy, wo wir durchfahren und wir haben uns vorbereitet, so zur Sicherheit, dass wir nicht so auffallen. Wir wussten ja nicht, dass wir auffallen aufgrund der Werte, wenn wir ahnen können. Also gerade die Kinder, das hat man gemerkt, die waren erstmal so ein bisschen skeptisch, weil die halt wirklich anscheinend negative Sachen mit Werten verbinden. Ja, ich kann euch nur motivieren, fahrt da hin, nach Kurdistan, fliegt meinetwegen nach Erbil, gibt es schöne Flüge, Zelte. 240 Euro oder so. Ja, irgendwie so, ist gar nicht so teuer. Schaut euch die Region an, macht euch ein eigenes Bild der Lage, es lohnt sich, man kann viele Vorurteile abbauen. Macht das. Also ob man als Frau oder eine Frau abgefahren, ob man als Frau alleine dahin reisen soll, das weiß ich nicht. Wir waren halt nie mit Frauen unterwegs und tendenziell würde ich sagen, ja, die haben sogar gesagt, trinkt Bier auf der Straße. Also fühlt euch frei, hier in Kurdistan zu machen, was ihr wollt. Wir sind kein arabisches Land. Wir versuchen, unseren eigenen Weg zu gehen. Also ich kann mir eher vorstellen, wenn Frauen in Frauengruppen gehen würden, würden Sie nicht so viel über Autotechnik erfahren und aber dafür sehr wahrscheinlich viel mehr über das so Frauen-Connections, ein Familienleben und
vielleicht andere Dinge erfahren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch kein Problem wäre, insbesondere in diesem kurdischen Gebiet, weil da sind auch Frauen kämpfen und es ist kein Problem wäre. Aber man erfährt, also erlebt anderes, gehe ich davon aus. Sicherlich. Also, bevor es alles auflöst, ich möchte mich herzlich bedanken bei unserem was Sie heute Abend hier erlebt haben, Lounge um 6, aber danach globale Lounge um 6. Wir haben ganz unterschiedliche Vorträge. Diese Vorträge sind auch in unserem Veranstaltungskalender zu finden, so ungefähr einmal im Monat finden sie statt. Mediathek, also als eine Abteilung von ZKM, wo Medias, Video und Klangsammlung des ZKM verortet ist und ZKM Museumskommunikation. Wir würden uns total begrüßen, wenn alle unsere Veranstaltungen so gut besucht werden wie diese. Ja, ihr habt es gewissen. Okay, herzlichen Dank. Danke.